In Niedersachsen haben sich gleich mehrere Mitarbeiterinnen einer Aldi-Filiale mit Corona impfen, unter anderem mit der Virusmutant aus Großbritannien. Corona in Niedersachsen, Virusmutation B1.7 in Aldi-Filiale in Metten nachgewiesen worden. Am Dienstag, 9. Februar 2021, blieb die Filiale. Die Mitarbeiter wurden aufgrund der Corona-Infektionen freigestellt. Melde die neuen Mutationen des Coronavirus sorgen dafür, dass die Angst vor einer dritten Corona-Welle steigt. Bei der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch, 10. Februar 2021, wurde deshalb der Lockdown zunächst bis zum 7. März 2021 verlängert. In Niedersachsen ist die Virusmutation aus Großbritannien B1.1.7 bei Mitarbeitern einer Aldi-Filiale festgestellt worden. Die Zahl der Mitarbeiter, die sich mit Corona infiziert haben, steckt im Erweiterpunkt. Corona in Niedersachsen, Behörden wenden sich an Aldi-Kunden. Die britische Corona-Variante B1.7 gilt im Vergleich zum allgemeinen Coronavirus als ansteckender Punkt. Bisher wurden 8 Mitarbeiterinnen der Aldi-Nordfiliale in der Nachtigallenstraße in Melle, Niedersachsen, positiv auf das Coronavirus getestet. Typische Symptome sind Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs- und Geschmacksstörungen. Weitere Symptome: Kurzatmigkeit, Atemnot, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Magen-Darm-Symptome, Hautausschlag, Augenbinde, Hautentzündung, Lymphknoten, Schwellung, Schläfrigkeit, Bewusstseinsstörungen. Nun wendet sich sogar die Behörde direkt an die Kunden. Demnach soll jeder, der nach dem 01.02.2021 in der Aldi-Filiale eingekauft hat, verstärkt auf seinen Gesundheitszustand achten. Wer Symptome feststellt, soll sich direkt testen lassen, so die Behörde. Corona in Niedersachsen, Aldi greift umfassende Maßnahmen in Abstimmung mit den Behörden. In Abstimmung mit den Behörden hat Aldi Nord die betroffene Filiale an Berlin Dienstag 00.02.2021 geschlossen. Der Tag wurde dazu genutzt, die Räumlichkeit an der Corona-Filiale in Niedersachsen gründlich zu desinfizieren. Als weitere Maßnahme wurden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filiale freigestellt. Seit Mittwoch 10.02.2021 ist die von Corona betroffene Filiale wieder geöffnet. Besetzt wird dies nun mit Mitarbeitern aus anderen Aldi mehr. Machen Sie mit bei unserer Corona-Umfrage und sichern Sie sich Ihre Chance auf einen Gewinn. Wie erleben Sie die Corona-Pandemie? Wie verändern sich Ihr Wohlbefinden, Ihre sozialen Kontakte, Ihre Arbeitssituation? In einer groß angelegten Studie will das gemeinnützige Forschungsinstitut CIST herausfinden, was die Pandemie sozial, psychologisch und ökonomisch für uns bedeutet. Sie, liebe Leserinnen und Leser, können bei dieser Befragung mitmachen und dabei gewinnen. Unter allen Teilnehmern im Januar verlost das ist 10 Einkaufsgutschein, ein Wert von 50 Euro. Die Teilnahme ist nur online möglich unter dem Link https://lifeiscorona.org/video. Das ist die Corona-Lag in Niedersachsen am Freitag 12.02.2021. Corona in Niedersachsen, Ansteckung ereignet er sich nicht in der Aldi-Filiale. Bereits am 5.01.2021 wurde Aldi Nord von einem externen Dienstleister darüber in Kenntnis gesetzt, dass sein Mitarbeiter dieses Dienstleister seinen positiven Corona in der Filiale in Niedersachsen hatte. Dieser Mitarbeiter einen Terminpunkt nach dem derzeitigen Kenntnisstand hat der infizierte 3 Aldi-Mitarbeiter der Filiale angestellt. Die Person, bei der die Corona-Variante B1.1.7 nachgewiesen wurde, hat sich nach Angaben des Unternehmens mit einer hohen Wahrscheinlichkeit im privaten Umfeld. Lukas Meyer, Merkur.de und Merkur.de sind Teil des bundesweiten Nippen-Digital-Redaktionsnetzes.